gut. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, die letzten zwei Parts waren ja etwas, ja, etwas unplanmäßig zum Teil auch, etwas lang, komisch, wie auch immer. Aber wir haben die Quest geschafft. Und das bedeutet, wir suchen uns gleich eine neue. Kampf ohne Moral, sprich mit Fitch. Mit Fitch. Irgendwie habe ich das noch gar nicht hinbekommen. Wo muss ich denn da hin, bitte? Irgendwie sind nämlich gerade die Dame in die Quere gekommen. Hm? Ist das im Commonwealth oder was? Oder wie? Nö. Was? Wo ist denn das? Ach so, ausgeschalten. Subi, sprich mit Fritsch. Verstehst du? Ja. Darüber. Darüber. Und hier rein. Mit dem Efritsche sprechen tun. So. Da-da-da-ba. Hallo, Fritsch. Preise im Preisausgabesystem. Du hast mich gesucht? Hallo? Du hast doch den Alarm gehört, oder? Jemand hat die Feuerprobe betreten. Scheint ziemlich zäh zu sein. Wie es weitergeht, hängt von dir ab. Du kannst ihn in der Arena stellen, oder ich sorge dafür, dass die kleine Ratte das Labyrinth nie verlassen wird. Wie kann ich kämpfen? Befreien, ich kämpfe in der Arena, ich werde nicht kämpfen. Wie kann ich kämpfen? Befreien? Können wir mal befreien, oder? Freilassen. Scheiße, im Ernst? Naja, du bist der Boss, aber enttäuscht bin ich schon. Oh. Fehlgeschlagen. Oh, ups. Ich soll echt kämpfen? Dann kämpfen halt. Warte, laden. Oh, das habe ich nicht gedacht, dass das jetzt... Entschuldigung, ich lade nochmal. Dann kämpfen wir halt, wenn es unbedingt wollt, ey. Ach, Gott. Die Leute zufriedenzustellen ist halt nicht so einfach. Na gut, ein paar also... Die Maschinen haben ein paar Probleme gemacht, aber keine Sorge, ich habe sie repariert. Du hast mich gesucht? Bravo. Du hast doch den Alarm gehört, oder? Jemand hat die Feuerprobe betreten. Scheint ziemlich zäh zu sein. Wie es weitergeht, hängt von dir ab. Du kannst ihn in der Arena stellen, oder ich sorge dafür, dass die kleine Ratte das Labyrinth nie verlassen wird. Wie kann ich kämpfen? Wenn ich kämpfen will? Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zur Arena. Du hast freie Waffen- und Rüstungswahl. Wir öffnen den Eingang zur Feuerprobe und lassen den Idioten rein, der uns in die Falle gegangen ist. Und dann wird gespielt. Und wie sieht's aus, Boss? Zeigst du uns, was du drauf hast? Na gut, was ihr seid. Dann, ich will kämpfen. Scheiße, ja. Besser kann man sich den Respekt der Raider nicht verdienen, als jemandem vor aller Augen in den Arsch zu treten. Geh einfach zur Arena, wenn du soweit bist, Boss. Jawohl. Dann gehen wir halt, ne? Welche arme Sau hat es denn geschafft? Das würde mich jetzt interessieren. Wir werden ihn eh gleich kennenlernen. So. Lade, lade, lade. Lade. Ui, Level Up haben wir auch gleich. Uhuhuhu. Schön. Na los. Lade. Lade. Er lädt. Er lela lu lädt. Lela lu lädt. Wie weit? Ist schon ein Stück nach unten, ne? Können wir uns eigentlich gleich hinporten. Und dann können wir gleich reinlatschen. Na, schau mal, welche arme Sau sich hierher verlaufen hat. Aber er scheint wirklich zäh zu sein, wenn er schon mal die ganzen Sachen... Na, zäh. Lol. Wir haben ja eigentlich alles kaputt geschossen. Wenn das keiner repariert hat, ist klar, dass er leicht durch kann, ne? So. Dann gehen wir halt mal rein, ne? So.
Gehen wir mal die Raider unterhalten. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Halli, hallo, Hallöchen, ich brauche Licht. Hör, 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 hör. Geht schon. Sabot. Oh. Hör, 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 hör. Ja. Wupp, wupp, wupp. Level up erreicht. Sabot. Tut mir leid, Alter. Das war nicht so gut von dir. Hör, hör, Edda. Schleppen helfen. Bitte, das wäre sehr nett. Nimm kurz mal den hier. Dann kann ich wieder hatschen. Danke. Also, hör, 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 hör. Das war ein kurzer Kampf. Da fällt mir gerade ein, wo das jetzt offen ist. Ich habe ja hier... Na, das war drüben, ne? Beim Kandidaten. Oh, ich muss da rein. Edda. Da drüben habe ich ja mal was liegen gelassen, oder? Das habe ich nie holen können, weil ich nie mehr hier rein durfte. Ach so, na, ist ja verboten. Da darf ich ja nicht rein. Na, vergesst, was ich gesagt habe. Ist gleich wie immer. Da müsste ich nochmal den gesamten Parcours durchlaufen und das... Schier ich mich nicht. Nein, keinen Bock. Sind wir fertig? Ja, ich glaube, wir sind fertig. Gut. Dann eben das nächste. Selbstvertrauen ist alles. Triff dich nach 18 Uhr mit Travis im Lookout Inn. Schiffsbrecher lassen wir mal über. Was haben wir noch bei Sonstiges? Triff ein Boot bei der Mauer. Was haben wir noch da unten? Finde technische Dokumente. Jawohl. Informiere dich über die Hypologen. Bip. Ich will mal das anschauen. Ich will mal die sonstigen Sachen weghaben, weil ich glaube, die sind schon älter als die Hauptquests, glaube ich. Na, okay, Haupt- und Nebenquests, sagen wir so. Die Sonderfälle sind, glaube ich, älter. So. Ist das auch hier? Vollewisch, das ist auch hier. Nuka-Cola Down, glaube ich. Nehmen wir das. Also die Stadt. Weil da können wir nämlich außen und rumlaufen und da drüber. Boah, da haben wir echt noch viel zu tun hier in Nuka World. Ich dachte, da bin ich schon fertig. Von wegen. Noch ewig nicht. Noch ewig nicht, wenn es so weitergeht. Ist halt auch ein vollwertiges DLC, ne? DLC, DLC, DLC. Ja, ja, die DLC. Warte, geht's hier rein? Da geht's rein. Da geht's. Ja, gell? Ja, ich bin ja auch ein Mannsweib, bitte. Moa. So, Licht. Da ist wieder ein Zaun mit Loch, Gott sei Dank. Das heißt, wir können. Aha, da drüben ist auch was. Ich laufe mal kurz darüber. Das ist eine Farm, denke ich mal, ne? Aber die ist beleuchtet. Ich will nur zum Entdecken des Gebäudes für Schnellreisen und so. Nur kurz mal hierher. Und? Deckt sich was auf? Oder nicht? Aha, noch weiter da drüben. Toll, ich dachte, das wäre hier die Farm. Jetzt, wenn ich schon so weit bin. Auch blöd, wenn ich nicht mehr bis dorthin laufe. Was haben wir da? Ah, eh da, wo ich hin muss. Hä? Da ist das Lager und... Oh, da drüben sind Gegner. Aber die scheinen uns momentan nicht zu verfolgen und ich muss aber da oben hin. Lol. Naja, was soll's. Ich steck fest. Jetzt geht er. Da wurdelt was am Boden. Da staubt was. Wen haben wir denn da? Ein Würmchen.
Blümchen? Huch! Wo ist das Blümchen hin? Da! Blümchen kaputt. Da, Blutwurm. Au! Super getroffen. Super, das hat sich super gerade und so ausgezahlt. Au, hallo, hallo. So. Der ist auch erledigt, grausliches Viech. Da drüben haben wir einen. Legendär. Das des Problemlösers. 10 mm Pistole. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Roboter. Oh. Bau, bau. Kaputt ist er. Albino Red Scorpion. Okay. Red oder Rad? Eher Rad, ne? Für radioaktiv. Da ist was. Hallo. Wer bist denn du? Gereinigter. Bitte was? Halt! Hallo. Warte! Entschuldigung, Ma'am. Bist du glücklich? Wirklich glücklich? Du heißt Gereinigter? Manchmal ziemlich zufrieden. Nein, das Leben ist hart. Du heißt Gereinigter? Ich wurde von allen Neurodünen gereinigt. Daher brauche ich meinen Geburtsnamen nicht mehr. Ich habe mich in Gereinigter umbenannt. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du wirklich glücklich? Neurodünen? Was zur Hölle sind Neurodünen? Sie sind wie Geister, die in deinen Kopf eindringen. Sie benebeln deine Gedanken und hindern dich daran, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und? Bist du wirklich glücklich? Ziemlich zufrieden. Ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. Die Habologie ist der Weg zur Erleuchtung. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Was ist Hubologie? Sarkastisch, das klingt gut. Du bist ein Spinner. Sehr freundlich. Was ist Hubologie? Die Habologie ist eine Wissenschaft, die das Ziel hat, das wahre Potenzial des menschlichen Geistes zu entfalten. Sie bringt jenen, die ihrem langen Weg folgen, wahres Glück und Frieden. Dara kann das viel besser erklären als ich. Sie ist ein AHS-9. Komm mit und sie wird all deine Fragen beantworten. AHS-9. Das hört sich wieder irgendwie, ja, nach fast einer Krankheit an. Was? AHS-9. AHS-9. Ist das eine Art Code? Das ist ihr Rang im Großen Rat der Habologie. Ich bin nur ein AHS-6. Sie sitzt im Zentrum des Großen Rats. Du kannst ihr all diese Fragen stellen. Folge mir. Okay. Dann lauf. Auch immer du hingehst. Ja, das könnte mal ein Regenmantel gewesen sein, ha? Huh? Muss ich da jetzt echt mitgehen? Ich gehe allein schon schneller als er. Was? Oh. Tja, das war dann wohl nichts. Was? Hättest weglaufen sollen. Der macht meine ganzen Erfahrungspunkte kaputt. Du bist wie Edda. Du könntest aber auch laufen. Was war das? Scheiße! Bist du da? Das war verrückt. Was ist gebrochen? Hat er sich gerade verletzt oder was? Naja. Hey, da ist ein Loch. Da kann ich mir inzwischen einen Kaffee holen gehen, bis der am Ziel angelangt ist. Oder einen Tee. Oder sonst irgendwas zum Trinken, das ist ja übel.
Hallöchen. Vielleicht ist er ein Jedi-Ritter. Ah, da glaube ich. Da müssen wir hin. Heureka. Hallo. Entschuldigung. Servus. Wie ich sehe, hast du einen neuen Rekruten dabei. Ich danke dir, Gereinigter. Wenn du Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchst, kann die Habologie dir helfen. Ich hoffe natürlich, dass du dich uns anschließt. Aber auch falls nicht, brauche ich jemanden wie dich. Was ist Hypologie? Ihr seid religiöse Spinner. Man kann mich anheuern. Kein Interesse. Was ist Hypologie? Was ist das? Hypologie, Entschuldigung. Vor dem großen Krieg entwickelte ein brillanter Schriftsteller namens Dick Hubble eine Methode, den menschlichen Geist zu erweitern. Durch den Prozess der Ausrichtung konnte er seinen Anhängern große geistige Kräfte verleihen. Ich bin seine direkte Nachfahrin und Hüterin der Geheimnisse, die als Habologie bekannt sind. Wenn du Interesse hast, dich uns anzuschließen, sprich mit Phil wegen einer Ausrichtung. Wir können dir helfen, inneren Frieden und Glück zu finden, die unglaublichen Kräfte des Geistes zu meistern. Naja, ihr könnt mich anwerben. Ich stehe immer zur Verfügung, wenn der Preis stimmt. Gut, wir brauchen Raumanzüge, so wie den, den ich trage. Oh. Ich zahle dir 200 Kronkorken für 5 Stück. Ich habe erfahren, dass sich einige in der Galactic Zone von Nuka World befinden. Aber ich habe zwei Anhänger beim Versuch verloren, sie zu bergen. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Ihr braucht Raumanzüge? Braucht ihr Raumanzüge? Naja, ich kann's dir wohl sagen. Sie schützen uns im bevorstehenden Kampf. Etwas mehr Geld? Ich will mehr für den Job haben. Okay. Ich gebe dir 250 Kronkorken. Noch mehr? Immer noch nicht genug. Du verhandelst echt knallhart. Okay. 300 Kronkorken. Einmal noch trauen? Ich glaube, da ist noch mehr drin. Na gut. 350 Kronkorken. Mein letztes Angebot. Und jetzt hol mir die Anzüge. Ich glaube, die habe ich schon dabei. Warte mal. Die Raumanzüge? Ja. Schiff, Schrottplatz, den Hypologen beitreten, alle 5 noch nicht. Schiff, Schrottplatz. Was hat es mit dem Raumschiff und dem Schrottplatz auf sich? Dafür brauche ich diese Anzüge. Ohne sie können wir das Schiff nicht übernehmen. Aber das reicht jetzt. Hast du die Raumanzüge oder nicht? Eigentlich schon. Ich habe mich nur gerade, ja. Alle 5. Da. Hier, bitte. Perfekt. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt des Plans weitermachen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wir müssen das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Darum gebe ich dir einen der größten Schätze der Habologie, wenn es klappt. Okay, warum das Raumschiff? Kein echtes Raumschiff. Legen wir los. Mach's selber. Na, warum das Raumschiff? Das ist ein wichtiger Bestandteil der Habologie. Es ist uns vorbestimmt, es fliegen zu lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist nur für AHS-7-Mitglieder bestimmtes Geheimwissen. Mhm. Na dann, legen wir los. Können wir das Raumschiff übernehmen? Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sagen wir es den anderen. Leute, kommt her! Hurra! Hurra! 1, 2, 3, 4 und hier ist die 5. Ja, bildet das Rad. Dann stelle ich mich hier hin, dann ist auch ein Rad. Und jetzt? Ah, da ist er. Ich bin der Felge. Speicher und Ladestütz. Es ist soweit. Der große Plan des Hub kann in die nächste wichtige Phase treten. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Wir können den Schrottplatz befreien und uns das holen, was wir brauchen. Dank unseres Söldners haben wir Raumanzüge, die uns vor den Roboterwachen schützen. Also rein in die Anzüge und holt eure Waffen.
Wir haben einen Söldner, der uns in den Kampf führen wird. Wir sind am Anfang vielleicht etwas eng, aber sie schützen euch. Gratuliere. Hallo. Und jetzt? Und jetzt? Soll ich sie treten? Hallo. Sie sind umgezogen. Vielleicht ein Stück weggehen? Und wo ist jetzt dieses komische Raumschiff? Irgendwie ist, glaube ich, gerade, es hängt. Ja? Hi. Ja? 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 Hey. Ja? Hallo. Was? Was? Irgendwie geht's halt weiter. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, das ist buggy. Die spinnt gerade rum. Vielleicht sollte ich speichern. Und vielleicht nochmal laden oder was? Keine Ahnung. Hammer Quest bedingt irgendwas. Vielleicht soll ich nochmal herreisen. Oh, warte, tut sich jetzt was? Nein. Ich werde hier nochmal her schnell reisen tun. Vielleicht hilft das. Das ist quasi neu lädt. Mysteriös. So, sind sie jetzt weg? Nö. Ah, jetzt tut sich was. Ja, und jetzt, hä? Mit dir reden. Sie spinnt rum, keine Ahnung. Vielleicht den anderen folgen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die hin sind. Da drüben rennt wer. Ich habe keine Ahnung. Ich folge jetzt einfach mal da drüben jemanden, der scheint zu wissen, wo wir hin müssen. Der ist jetzt allerdings auch in die Nacht verschwunden ist. Da rennt noch jemand. Ah, ich glaube da drüben das Rote, ne? Passt. Noch mehr? Yeah. Na, Herr von uns zu Skorpion. Wo ist er denn hin? Keine Ahnung, der ist schon weg. Wurscht. Lass mal sein, laufen wir den jetzt einfach nach. Vielleicht klappt sie irgendwie. Halt. Oh, ein Rudelplünderer. Jo. Patrönchen nehmen wir mit. Lauf, lauf, lauf. So. Und jetzt, sind wir da. Und nun? Drüben ist das Raumschiff. Ah, da kommt sie schon. Die Gnädige. Ja? Und jetzt? War's das jetzt? Du hast mehr Kampferfahrung als wir. Na, passt. Wie sollen wir vorgehen?
Ich nehme nur den Gereinigten mit. Ich übernehme das. Ich schieße zuerst. Einfach reinstürmen. Ich glaube, ich übernehme das. Das ist gescheiter. Ich übernehme das. Du scheinst sehr auf dein Können zu vertrauen. Deine Entscheidung. Ja. Wir warten, bis du die meisten von ihnen getötet hast. Ist besser, weil dann stirbt noch jemand. Bei den Herrschaften da. So. Wir müssen hier drüber, ne? Hallo, hallo. Ja, ist einmal weg. Das war der erste. Ja. Halt, da drin schießt jemand. Was? Der ist auch erledigt. Da schießt noch jemand. Aha. Au. Du Gratlerviech. Ja, da haut schon was drauf. Ich habe gerade mitbekommen, wo der hin ist. So. Ich bin schon überladen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe vergessen, auszuleeren. Auszuleeren. So, der kommt mal weg. Theoretisch kann ich die jetzt auch eigentlich mal weghauen, ne? Das kann auch mal weg. Und ein bisschen Schrott werden wir ihr noch geben. Dann ist sie voll wie ein Christbaum und dann passt's auch. So. Boah, schleppen kann sie noch recht viel. Sehr gut. Ah, die Mods können wir dir auch geben. Passt. Schön, wo geht's da jetzt rauf? Oder rein? Mr. Gazzi. So. Ich will da rein. Kann ja sein, dass ich da nicht mehr rein darf. Gibt's hier keine Tür oder so? Ah! Da kommen die Gratler rein und raus. Höllengrilljäger. Der tut nichts. Steht da und macht nichts. Ekelhaft. Das kann man essen? Pfui. Naja. Wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ne? Da, 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 da. Wah, ja, ist klar, dass Bumm macht. Au. Na da. Eine Soldatenameise. Noch eine? So. Da ist noch eine. Explosiv, 10mm Pistole. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Aha. Was macht diese Ameise? Hey, Ada! Sie hat's gut gemacht. Aha. Oh je. Bam, bam. Und boom. Bitte, das war ja gar kein Auftrag, oder? Rede mit Dara und ihrer nach ihrer Ansprache. So. Und ihrer Ansprache, genau. Nach ihrer Ansprache natürlich. Kann ich hier raus? Ah jo, natürlich. Da unten. Das nehmen wir auch mit. Oder? Kann ich? Darf ich hier raus? Nicht. Darf ich nicht. Vielleicht kann ich von hier oben?
Unzugänglich. Mhm. Da haben wir noch was Tolles. Prima. Ich will hier irgendwie rüberhüpfen dürfen. Ach, bitte. Ah, der Mistkübel vielleicht. Also. Was? Achso, die kommen her. Ah, das ist aber klasse. Hätte ich bald Blödsinn gemacht. Das ist ja mal super. Und wo ist der Rest von euch, Hampelmänner? Ah, da kommt sie schon. Und jetzt, hä? Achso, die Ansprache noch. 1, 2, 3, 4. Der rennt wieder weg. Der fünfte fehlt. Hi. Wir reden gleich. Erst muss ich zu den Gläubigen sprechen. Da fehlt aber einer. Ich bin die Helden. Wir haben heute eine große Schlacht geschlagen. Eine Schlacht, die wir ohne unseren Freund nicht gewonnen hätten. Doch unsere Arbeit ist noch nicht getan. Die Eroberung war erst der Anfang. Das Raumschiff muss wieder fliegen, damit es uns zu unserem Schicksal führt. Schon bald werdet ihr die größte Belohnung der Habologie erhalten. Bis dahin ruht euch aus und feiert. Ihr habt es euch verdient. Yay! Geht's jetzt, ha? Was für eine glorreiche Schlacht. Das war großartig. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen. Diese Waffe stammt vom Hub selbst. Geh sehr vorsichtig mit ihr um. Hubs Alien Blaster. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Ich brauche dich für eine letzte Sache. Ich muss das Raumschiff wieder mit Energie versorgen. Aber wir haben keine Fusionskerne. Falls du Erfolg hast, kann ich dir Zusatzmunition für die Waffe des Hub geben. Warum reparieren? Kein echtes Raumschiff. Ich helfe. Nein, kein Interesse. Warum reparieren? Ist klar, um ihr Schicksal zu erfüllen, ne? Brauche ich eigentlich nicht nachfragen, aber können wir machen. Raumschiff reparieren? Es wird uns zu unserer neuen Heimat bringen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Deine Behandlungen sind noch nicht weit genug fortgeschritten. Hm, ja. Na gut, klar, ich helfe. Gut. Sobald die Energiezufuhr steht, können wir es wieder weltraumtüchtig machen. Großartig. Versorge das Raumschiff mit 3 Fusionskernen. Ich denke mal, da wird einer sein. Da haben wir sowas. Haben wir hier noch was? Nö, das gehört schon da vorne. Wow, ich bin irgendwie... Ich möchte gern hüpfen. So. Da, okay. Aktivieren, Fusionskern einsetzen. 2, 3. Sprich mit Tara. Tara? Wo ist sie hin? Hallo? Hey, da. Hallo? Es ist wundervoll. Du hast es geschafft. Alle in das Raumschiff. Da fehlt aber noch ein vierter, oder? Wir müssen einen Systemtest durchführen. Komm mit uns hinein und aktiviere es. Du wirst sehen. Die Prophezeiung des Hub ist wahr. Ja, ich habe gleich einen vierten reingestopft, weil wenn die Garten abstürzen würde, das möchte ich auch nicht unbedingt. Auch wenn sie bitte spinnen, aber was soll's. Auch Erwachsene können auch mal Kinder sein, ne? Lass mich sie doch spinnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Raumschiff mal in Aktion erlebe. Ja, ne? Das ist schon mal eine Geschichte. Und wo ist sie jetzt? Da? Entschuldigung. Wir stehen für immer in deiner Schuld. Ohne dich wären wir jetzt nicht auf dem Pfad der Erlösung, dem Pfad unseres Schicksals. Das ist ein Vergnügungspark gewesen. Das dreht sich mal im Kreis drum und dann passt's wieder. Naja. Dann schalten wir das gute Ding mal ein. Es funktioniert! Och, du Heilige. Mir wird schwindlig. Vision. Ich habe Visionen. Ja, das glaube ich auch. Und gleich wird irgendjemand kotzen. Na,
Ich glaube, ich muss kotzen. Siehste? Sag ich ja. Wie lange muss ich das jetzt machen? Schalt es ab. Warten. Was? Eine Stunde warten? Na, oder? Echt jetzt? Schalt es ab. Ich konnte es nicht abschalten. Ist aber jetzt nicht sein Ernst, oder? Sie ist nicht fehlgeschlagen. Das gehört so? Hör auf! Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Das ist ja furchtbar. Ach du Heilige. Naja. Gratuliere, das habt ihr jetzt davon. Ja. Warum sind wir nicht explodiert? Naja. Ich glaube, gehen wir lieber. Reinigungstrop, bitte in Gang 6, da gehört aufgeräumt. ja. Und bitte die fliegende Untertasse nicht vergessen. Das tut mir jetzt aber voll leid. Kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Darf ich die jetzt nicht mehr mitnehmen? Wie gemein. Ich glaube, ich hätte nur... Ich hätte nicht alle reinmachen dürfen. Ich habe es zu gut gemeint. Ich habe gedacht, vielleicht hebt das wirklich noch ab. Ne? Was gibt ja von für außen halt auch, ne? So Hebedingens noch zusätzlich. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht umbringen. Naja. Selbstvertrauen ist alles. Volt 88 erforschen können wir eigentlich auch mal wieder machen. Weitermachen. Weißt was? Ich glaube, das werden wir sogar machen, weil... Hilf bei der Verteidigung von Nordhagen Beach, das muss zuerst gemacht werden. Weil ich es gerade sehe. Oh weia, oh weia. Bezahlung aus der Commonwealth ab. Raider Außenposten. Bruderschaft von Synth Zuflucht berichten. Das machen wir nicht, das machen wir auch nicht, das machen wir auch nicht. Finde Ladung der Marine Kampfrüstung, das können wir noch machen. Das können wir noch machen, aber zuerst müssen wir die hier tun. Da werden wir uns gleich hinporten, meine ich, würde ich sagen. Nuka-Cola? Schon... Achso, Commonwealth, ich depp. Passt schon. Also mal raus hier. Wenn es hier noch was geben sollte, können wir es ja noch später machen. Die Quests laufen uns nicht weg, aber das mit Nordhagen Beach verteidigen, das läuft mir davon. Wenn ich da nichts aufgestellt habe, wo sie wirklich was haben zum Verteidigen, ist das nicht gut. Und ich glaube, die Quest wird sich noch ausgehen, bis der Part zu Ende ist. Also, wo müssen wir denn da jetzt hin, bitteschön? Daher, gut. Okidoki. Nix wie hin. Ja, wir müssen halt leider noch Preston, die eine gescheiterte Mission, von der halt berichten, dass wir da mit der Entführung und so nicht rechtzeitig da waren. Das war halt nicht so schön. Das war nicht schlau von mir. Ich dachte, ich hätte noch Zeit, aber nein. Solche Missionen müsste ich eigentlich zuerst erledigen. Ja, leider. Was? Hallo. So, die erste ist schon mal weg. Alter. Der ist weg. Okay, wir haben noch Leben. Der ist auch weg. Passt. So, bis dahin nehmen wir mit. Na, wo ist er denn hin? Hallo? Da. Ich brauche Licht. Entschuldigung. So, und da drüben ist nochmal noch eine herumlungern, oder? Wurscht. Ist man hier jetzt sicher? Ich glaube, ne?
Das heißt, questbedingt müsste es passen. Gut, was wollte man machen? Ja, die Vault. Wir könnten die jetzt echt machen, weil, weißt du was, die machen wir einfach. Wir erkunden noch den einen Teil, der nördliche Sektor, weil ich muss eh mein ganzes Klumpert eigentlich wieder hergeben, also mal bunkern und deponieren. Da würde ich sagen, passt das doch recht gut. Vielleicht, eventuell, schafft man das in einem Part, dass wir den Bereich fertig erkunden können und vielleicht im nächsten Part ein klein bisschen bauen, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir was bauen werden oder ob wir noch weiter questen. Die Questlog ist halt noch verdammt groß. Also die gehört wirklich dringend abgearbeitet. Und ich denke, ja, dass wir das Bauen etwas später machen. Vielleicht so als 200 Folgen-Special, weil ich glaube 200 Parts kriege ich locker noch hin. Also nicht noch zusätzlich, sondern bis dorthin dürfte sich das locker ausgehen. So meine ich das. Falsch. Falsche Taste. So. Jawohl. Ich nehme jetzt mal alles weg. So. Ich nehme die alles weg. Und werde es dann gleich hier deponieren einmal. So, deponieren. Jawohl, ist schon eine Deponie eigentlich. Das kann man echt so sagen. So, weg damit. Das kommt alles weg. Ich werde auch die eine bessere Waffe noch reinhauen hier. Mit purer Absicht. Die Raumanzüge, endlich gehen die weg. Endlich geht die weg. Die waren so schwer. Ah, endlich weg. So, und was haben wir noch? Die Mods kommen noch schnell weg. Und die Hilfsmittelchen. Die werde ich mir... Ja, die kann man echt gleich machen. So, jetzt schaut ihr das natürlich auch zu. Tut mir leid. Eigentlich solltet ihr... Eigentlich sollte ich das machen, wenn sie nicht zuschaut. So, aber kombinieren wir das gleich mit einer Verabschiedung. So, also ihr Lieben, das war's wieder für heute. Wir haben uns gar nicht mal so schlecht geschlagen, finde ich. Und ich werde jetzt mal das Ganze bis auf die 200er Nuka-Geschichten, also die hier, die sowieso, die kommt weg. Das Quantum hauen wir mal rein, das Quarz behalte ich, Victory behalte ich auch, das heilt wahnsinnig viel. Das kommt weg, das kommt auch mal weg, das auch. Das auch, das sowieso, das auch. So, schimmeliges Essen, das ist für später, das ist noch nicht ganz fertig geschimmelt. Da ist noch nicht der richtige weiße Schaum drüber, den man so gerne haben. So, ja, ist ekelhaft, ich weiß. So. Und das, glaube ich, passt schon mal. Und dann würde ich sagen, werden wir einfach im nächsten Part hier den Teil da unten weiter erkunden. Der drüber nicht da. Und ja, würde sagen, dann passt das mal. Stimmt. Und die Rüstung gehe ich noch reparieren. Na gut, ja. Ihr Lieben. Servus. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.